Ich wünsche euch noch ein schönes Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid gut rangekommen. Und wir starten das Jahr gleich mal mit einem wunderbaren Rage-Video. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu Hippies Tech Lab, wo wir uns heute mal über HDMI unterhalten. Und zwar, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist furchtbar. Worum geht's? Es geht darum, das HDMI-Forum, die Entscheider hinter dem HDMI-Standard, haben beschlossen, dass ein Standard nichts mehr wert ist. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Ich glaube, sie haben sehr gut von USB gelernt. So wie es USB nämlich macht, ist es nämlich genauso mega beschissen. Und HDMI fährt jetzt die gleiche Route, weil es Anti-Consumer ist, also gegen Verbraucher ist. Ich weiß es nicht, was die Motivation dahinter ist. Es ist einfach komplett dämlich. So, worum geht's? HDMI hat vor kurzem ein Announcement gemacht, dass es künftig keinen HDMI 2.0 Standard mehr geben wird. Das heißt, es wird jedes neue Gerät, was auf den Markt kommt, wird nicht mehr nach HDMI 2.0 zertifiziert werden. So, jetzt könnte man sich vorstellen, ja, ist doch mega gut, dann gibt es keinen HDMI 2.0 Standard mehr, dann gibt es eben nur noch 2.1, ist doch für alle besser. Und ja, es steht auf allen Boxen, egal ob Grafikkarte oder Monitor, dann künftig 2.1 drauf. Aber der Haken dabei ist, es muss nicht 2.1 sein, weil nämlich die Entscheidung sieht so, wenn ihr einen HDMI-Port habt, der nur 2.0-Spezifikationen hat, heißt er trotzdem 2.1. Und der Hersteller ist dann entsprechend verpflichtet, einfach nur das Feature-Set niederzuschreiben, was diesem Port zugrunde liegt. Das heißt, wenn ihr jetzt natürlich sagt, okay, ihr wollt 4K-Gaming machen mit 120 Hertz, dann braucht ihr HDMI 2.1, damit das wunderbar funktioniert. So, jetzt geht ihr davon aus, ihr kauft euch einen Monitor mit 2.1 und dann stellt ihr fest, ja, ich kann aber nicht 4K 120 Hertz, weil es der Anschluss einfach nicht hergibt. Und dann ist es in eurer Verantwortung, in der Verantwortung des Konsumenten, nachzuprüfen anhand von der Speckliste, ob dieser Monitor das kann. So, und wer jetzt denkt so, hä, das macht überhaupt gar keinen Sinn, herzlich willkommen zu diesem Video. Weil ich verstehe es tatsächlich nicht. Das ist die gleiche Grütze, wie es USB macht. Man hat USB 3.1, was 5 Gigabit Transferraten hat. Man hat USB 3.2, was 5 Gigabit Transferraten hat, sind im Prinzip das gleiche. Man hat nur den Anschluss umbenannt. So, das heißt, man unterscheidet dann zwischen, ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf zusammen, ich glaube 3.2, 3.1, 3.2, 3.2, 2x2 und 2x2 sind dann, glaube ich, 40 Gigabit, weil 3.2 ist dann 20 Gigabit, irgendwie sowas, nagel mich daran nicht fest, es ist mega bescheuert. Ich krieg's aus dem Kopf nie zusammen, ich brauche immer dann mein Handy, dann muss ich durchgucken, mir die Listen, was dann am Ende ist. Weil mit den Bezeichnungen USB 3.1, 3.2 kann ich persönlich nichts mehr anfangen. Einfach weil ich auch das Vertrauen in die Bezeichnung verloren habe. Und das ist ja das größte Problem eigentlich, was dir passieren kann. Du hast früher gesagt, du hast USB 2, du hast USB 3. Und das heißt einfach, höhere Zahl ist ja normalerweise psychologisch immer, höhere Zahl ist besser. So, das heißt, USB 3 ist offensichtlich besser als USB 2. Was jetzt aber mit dieser Wirrwarr, mit dieser Umbenennung oder dieser Bedeutungslosigkeit von Standards ja einhergeführt wurde, ist, dass es für den Konsumenten nicht mehr transparent ist, was er am Ende bekommt. Weil, was ist die Konsequenz? Ihr müsst in das Specsheet gucken von zum Beispiel eurem Mainboard und müsst rausfinden, was ist jetzt hier in USB-Geräten verbaut? Was sind die Möglichkeiten, die mir die USB-Anschlüsse bieten? Was kann ich damit machen? So, und den gleichen Blödsinn macht jetzt HDMI. Das heißt, ihr müsst künftig, wenn ihr Fernseher, Monitore oder Grafikkarten kauft, reicht es nicht mehr, dass ihr einfach drauf guckt, okay, da ist ein HDMI 2.1-Port.
oder mehrere 2.1 Ports verbaut, sondern ihr müsst in das Specsheet reingucken und müsst selbst verifizieren, ob die Features, die ihr mit 2.1 braucht, alle dabei sind. Das ist doch mega bescheuert, das kann mir doch keiner erklären. Die haben doch alle gesoffen, die sich diese Entscheidung ausgedacht haben. Und das ist einfach nur gegen Konsumenten, gegen Endverbraucher und ermöglicht absoluten Scam von Herstellern. Weil ihr könnt ja einfach 2.1 auf die Box schreiben. Ist ja egal, weil es ist ja tatsächlich auch richtig. Es ist ja 2.1. Was dann da aber drin ist, guck halt selber nach, lieber Konsument. Also in Zeiten, wo wir permanent ja immer auf mehr Transparenz setzen, was ist, so eine Entscheidung zu treffen, etwas so intransparent zu machen, ist eine komplette Katastrophe. Und ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass diese Entscheidung in irgendeiner Art und Weise richtig ist. Jetzt gibt es noch einen zweiten Punkt dazu, und zwar habe ich einen Bericht gesehen von der Webseite, dass HDMI 2.1a soll es einen neuen Standard geben und der erlaubt Source-Based Tone Mapping, SBTM. So. Und das heißt, dass die quellenbasierte Farbzuweisung im Prinzip, also eigentlich die Quelle, also euer Rechner, sagt dem Monitor oder Fernseher, wie er das halt auszuwerten hat, das Ganze, um es mal grundsätzlich, um es mal ganz minimal und einfach zu erklären. So, ist ein cooles Feature. Problem ist nur, HDMI 2.1a, wenn ihr habt, ne, steht auf der Box drauf, der Monitor, Gerät, was auch immer, kann HDMI 2.1a. Heißt aber nicht, dass SBTM, also Source-Based Tone Mapping, verfügbar ist. Warum brauche ich dann diesen 2.1a-Standard? Also es ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig bestätigt. Das war, glaube ich, nur gerüchteweise, beziehungsweise ist nicht hundertprozentig klar, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Also ihr könnt doch nicht sagen, ich habe hier einen Standard, aber der Standard ist nichts wert, weil am Ende kann irgendwas reingepackt werden. Weil dann könnt ihr, weil die Konsequenz daraus ist, dass ich überhaupt nicht mehr darauf gucke, ist es USB 3.1 oder ist es USB 3.2 oder dann bei HDMI, ist es mir völlig egal. Weil dann muss ich sowieso ins Specsheet reingucken und muss gucken, welche Features hat der denn? Also hat der alle Features, die ich haben möchte? Geht das? Und von daher ist es aus meiner Sicht eine komplette Katastrophe und dann lasst es auch einfach weg. Also dann müsst ihr euch auch nicht hinstellen und müsst sagen, ja, wir haben jetzt USB 2 oder kommt irgendwann USB 2.2 vielleicht, aber das ist dann auch wieder irgendwie nix und das kann dann auch wieder. Dann schreibt doch nur HDMI hin. Dann schreibt hin 3 HDMI-Ports und dann muss ich ins Manual gucken, dann kann ich gucken, okay, Port 1, Port 2, die haben die Specs und Port 3 hat halt den Spec. Dann muss ich es eh manuell machen, weil dann ist es eh komplett völlig egal. Weil dann kann ich einfach gleich Mittelfinger an alle zeigen, dann lasse ich es halt weg. Weil dann kann man sich auch diese ganzen Gremien und sonst was sparen, weil dann machen wir es featurebasiert. Aber entscheidet euch, weil das ist Quatsch. Das ist kompletter Blödsinn und da bin ich komplett dagegen und ich hoffe sehr, dass die Hersteller es dann alle richtig machen, weil wir wissen ja, Hersteller sind ja besonders immer transparent, die wollen natürlich immer nicht ihr Produkt besser vermarkten mit irgendwelchen Standards, um mehr Geld zu verdienen, sondern die wollen natürlich immer 100% ehrlich zu den Konsumenten sein. Die wollen natürlich nicht irgendwie mit 20 Asterisks und 20 Unterpunkten vielleicht sagen, ja, aber da ist jetzt hier das nicht drin und wenn du das hast, dann geht dann das nicht. Nee, das wollen die natürlich nicht. Die wollen natürlich immer unser bestes Wohl. Und wollen nicht einfach nur fürs Marketing bessere Argumente haben. Ja, meine Meinung dazu. Es ist einfach bescheuert. Ich finde es furchtbar dämlich. Ich hoffe sehr, dass sich DisplayPort den ganzen Blödsinn nicht anschließt, sondern dass DisplayPort wenigstens sagt, hey, wir haben halt einen Standard und wenn du was haben willst, dann brauchst du das.
Und wenn du das nicht hast, dann geht das nicht. Und nicht mit, ja, jetzt hast du hier dann vielleicht dann, keine Ahnung, DisplayPort, wenn 1.5 rauskommt, was glaube ich, DisplayPort 1.5 gibt, ich glaube 1.4 ist das letzte, 1.4a, 1.4b, sowas, dann ist halt gut, weil wenn du 1.5 hast, dann ist es praktisch alles und hast auch eine Feature-Liste. Ja, nein, danke. Mach das bitte nicht, das wäre sehr schön. USB hat es vorgemacht, USB hat gezeigt, dass man damit auch durchkommt, weil es ist genau so passiert. Es ist alles komplett intransparent, keiner checkt's mehr und ich weiß es auch nicht. Also ich bin jetzt nicht technisch unaffin oder sowas, aber selbst ich habe keine Ahnung, welcher USB-Standard jetzt genau was ist, welche Bezeichnung was ist. Wenn mir jemand sagt dann USB 5 Gigabit, 10 Gigabit, 20 Gigabit, 40 Gigabit, gibt es 10 Gigabit, gibt es nur 20, keine Ahnung, weiß ich gerade gar nicht. Aber damit kann ich mehr anfangen als mit USB 3.2. Weil kann ja alles sein am Ende. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist so einfach vom, das Wording ist halt nichts mehr wert, der Standard, die Versionierung ist nichts mehr wert, der Standard ist nichts mehr wert, weil es halt eh irgendwas sein kann am Ende. Und ja, man muss ins Specsheet gucken. Und das ist auch so mein Punkt an euch, wenn ihr neue Sachen kauft, guckt ins Specsheet, schaut, ob das wirklich auch das ist, was es am Ende ist. Weil man möchte intransparent sein, man möchte so wenig wie möglich offen sein, man möchte für die Hersteller ermöglichen, dass marketingmäßig alles mega toll aussieht und man am Ende dann aber als Konsument halt dasteht wie der letzte Idiot, weil man keine Ahnung mehr hat, was die da eigentlich treiben. Aber gut, sei es wie sei, das war mein kleiner Rant, willkommen in 2022, ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Ich wollte das Video einfach kurz machen, weil es mich einfach so aufgeregt hat und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. USB macht die gleiche, nimmt den Blödsinn nach und jeder Depp rennt jetzt hinterher. Ja, schau mal. Also Standards sind nichts mehr wert, ist ganz wichtig, haben wir festgestellt. Und guckt einfach nach, wenn ihr was kauft, dass ihr das kauft, was ihr am Ende auch braucht, dass ihr die Features genauer euch anschaut, dass ihr das Specsheet dann durchlest, dass ihr das abgleicht mit, was soll HDMI 2.1 können, was braucht ihr davon, was bietet tatsächlich dann das Gerät, und dann könnt ihr die Entscheidung treffen, ob sich das für euch lohnt oder nicht, beziehungsweise ob es dann der richtige Kauf ist. Wenn ihr DisplayPort habt, DisplayPort hat so ein Blödsinn bisher noch nicht gemacht, das heißt DisplayPort bleibt bisher gleich, was ich gesehen habe. Das heißt, wenn ihr da eine Version seht, mit angegeben, was das für ein DisplayPort ist, dann könnt ihr genau, wisst ihr ganz genau, das ist diese Art von DisplayPort. Und ich hoffe, die behalten das bei. Und dann wäre es schön, wenn wir HDMI einfach wegschmeißen und einfach nur alles DisplayPort machen. Fände ich geil. Weil ich finde so eine Entscheidung Blödsinn. Aber sei es wie es sei, ist völlig egal. Ist genauso wie USB-C. Hast zwar einen USB-C-Stecker, aber es ist auch alles, kann alles irgendwas hinten dran am Ende sein, ist völlig egal. Macht das Ganze mega intransparent, macht den Kabelkauf mega intransparent. Also, das ist ja dann der nächste Punkt, es geht auf die Kabel dann auch noch. Was kann das Kabel dann? Dann musst du mir die Kabelspecs wieder durchgucken. Und das ist eh schon ein Riesengemauschel mit diesen blöden Kabeln, weil es keiner wirklich nachvollziehen kann. Was ist das jetzt eigentlich für ein Kabel? Macht das alles richtig? Passt das alles? Das wird halt nur noch schlimmer. Also, vielen Dank. Habt ihr super gemacht. Ja. Ansonsten, ja. Ich hoffe, wie gesagt, einen guten Start ins neue Jahr. Ich wollte nur dieses Video machen, um da mal ganz kurz meinen Frust rauszulassen, weil es einfach mega bescheuert ist. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten auch gerne einen Daumen nach unten mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, auf meinem Gaming-Kanal oder auf meinem Overwatch-Kanal. Auf dem Gaming-Kanal läuft gerade Halo 5 Guardians, das Let's Play, das könnt ihr euch dann gerne angucken. Da wird es auch dann irgendwann Halo Infinite geben. Und ja, jetzt an der Stelle, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein und bis nächste Woche dann. Tschüss!